Na gut. Ruf zu den Waffen. Neutralität bedeutet, unseren Bündnisse und Pflichten zu vernachlässigen. Während wir hier Däumchen drehen, sterben unsere Brüder im Flachland in zahllosen Pogromen. Zwerge von Markham, zu den Waffen, zu den Skoyatel. Nieder mit Däune. Ah, das würde ich jetzt mal nicht so sagen. Ich bin nicht der Böse. Wir sind nicht die Bösen. Ich habe immer noch keine Ahnung, was... Welche Einheit? Sind damit hier die Sachen gemeint? Ah, das werden wir jetzt einfach herausfinden. Um 25, 10%. Hier kannst du mir sagen, können wir Geschichten. Diese Einheit. Nee. Nee. Stattdessen möchte ich... füge allen Einheiten unter ihnen 4 Schaden zu. Jawohl, ja. Das will ich haben. Bam. Streuner von Spala. Eine neue Einheit. So, die möchte ich mir doch genauer anschauen. Also ihr, die Kavallerie wurde stärker, die Streunerschleuderer wurden stärker und hier gibt es was Neues. Die mache ich doch mir mal. Um sie zu testen, mache ich sie. Sind leider keine Blitzeinheit. Aber jetzt haben wir die Kavallerie, die jetzt 2 Schaden macht. Wir haben die, die jetzt 4 Schaden machen. Und Eifer. Warum? Was zum Eifer? Das war schon vor so. Außer sie mit ihrer Werte jetzt stärker. Oh ja. Yeah, baby. Oh yeah. Wir wurden stärker. Wir wurden geboostet. Ein Schrein. Ja, warum nicht? Beten wir zu Mama, wie heißt sie mir, Mama, Malakai, nee, wie, irgendwie sowas. Malekine oder irgendwie, ja, irgendwie sowas. Irgendwie so war der Name. Dort oben ist ein interessantes Ereignis, da war der Hustengott. Dann gehen wir mal hier zum interessanten Ereignis. Hier, du, ja, das ist auch wieder was. Hier husten sie alle. Die Königin bemerkt ein Gebäude, das ungewöhnlich reich geschmückt war, bis hin zu schimmernden Bronzeziegeln und glitzernden Kristallen in den Fenstern. Dort lebte ein wichtiger Clan, erklärte Gabor. Die Breckenricks. Machst du uns bekannt? Fragte Mewe. Vielleicht kann ich sie überzeugen, ein gutes Wort für mich einzulegen. Yvonne, der Anführer des Clans, lud Mewe zu einem vorzüglichen Festmahl ein. Doch als sie den Krieg außerhalb von Mahakam ansprach, wechselte der Zwerg sofort das Thema. Beim Anblick der Einrichtung verstand Mewe schnell warum. Die Wände waren mit Wandbehängen und Teppichen aus Nilfgaard geschmückt. Zweifellos Geschenke von verbündeten kaiserlichen Gesandten. Mewe wollte schon aufbrechen, überzeugt, ihre Zeit verschwendet zu haben, als sie plötzlich jemand an der Schulter in einen dunklen Raum zog. Ihr Entführer entpuppte sich als eine junge Zwergin im Nachthemd. Sie stellte sich mit Eudora Breckenrix vor, Ivors Tochter, und gab offen zu, Mewes Tischgespräch belauscht zu haben. Mein Vater ist stur wie ein alter Ziegenbock, aber ich kriege ihn schon dazu, euch zu helfen. Gegen einen winzigen Gefallen. Mhm. Und was? Ich will, dass ihr etwas aus dem Clan-Archiv besorgt. Das Historie Mahakamorum. Die wollen mir nämlich verbieten, mich mit meinem Schatz Soltan zu verloben. Der Kodex verbietet es angeblich, Zwerge zu heiraten, die das Gebirge verlassen haben. Aber es gibt einen Präzedenzfall. Und der steht in diesem Dokument. Wenn ich es Vater zeige, muss er seine Meinung ändern. Mewe hatte Mitleid mit Eudora und wollte ihr helfen. Besonders angesichts des Gefallens, den ihr die Zwergin dann schuldete. Aber sie wusste, dass ein misslungener Einbruch ins Archiv
in einem ungeheuren Skandal enden könnte, den Brewer Hawk nicht so bald vergessen würde. Naja, dann ist die Lösung doch einfach. Er darf nicht misslingen. Der Einsatz wäre es wert, denke ich. Also gut, einverstanden. Sie gaben sich die Hand, um den Handel zu besiegeln. Mebe musste sich auf die Zunge beißen, um nicht aufzuschreien. Die junge Zwergin hatte einen Händedruck wie ein Schmied. Ihre Hand massierend kehrte Mewe zu ihrer Truppe zurück und berichtete von Eudoras Angebot. Gascon meldete sich sofort freiwillig. Für Diebstahl bin ich zuständig. Die Zwerge werden es niemals merken. Gascon hat vollkommen recht. Gascon schlich sich im Schatten der Nacht ins Archiv. Gerade als er das von Eudora gesuchte Dokument unter seinen Umhang steckte, hörte er schwere Zwergenstiefel auf der Treppe. Mist! Murrte Gascon. Ich muss hier abhauen. Ah, coole Musik wieder. Die Archive Markhams. Am Lager hat sich Gascon als Meister der Heimlichkeit gebrüstet und behauptet, er könne den Novigrader Marktplatz am helllichten Tag mit nichts als einer Narrenkappe begleitet überqueren. Niemand würde es merken. Nun war der Moment gekommen, da der Herzog der Hunde seinen Worten Taten folgen lassen konnte. Bewege Gascon leichtfüßig in die rechte untere Ecke des Schlachtfelds, um zu entkommen. Mit deinem Anführer. Ein Rätsel. Gascon, dann machen wir mal eine Schleichmission. Dass sie sich 3% von der Meinung entfernt befindet. Nach links. Dreh sie um. Nach links. Und die wandern nach rechts. Also muss ich nach unten. Okay, ich kann mich jetzt. Du bewegst dich hierhin, du bewegst dich hierhin. Ich bewege mich hierhin, ich bewege mich hierhin. Ich bewege mich. Die dreht sich früher um, oder? Zwinge. Ah, ich habe ja noch mehr. Angehaltener Atem. Ah, ich habe ja noch zusätzliche Möglichkeiten. Okay. Die drehen sich um. Ja, ja, war mir schon klar. Ich frage mich. Gascon. Passen? Ah ne, passen ist schlecht. Bewege ich mich ist die Frage. Bewege ich mich oder bewege ich mich nicht? Ich bewege mich. Und zwar hierhin. Luft. Die soll sich bewegen. Die Frage ist. Kann ich mich jetzt hochbewegen, ohne dass sie mich sieht? Also kann ich mich hinter ihr bewegen? Ja, das kann ich. Das ist gut zu wissen. Kleinigkeit. Das Problem ist jetzt,
Ah, das Problem ist jetzt, ich glaube, ich habe versagt. Weil das Passen ist das Problem. Irreführung. Ich brauche hier eine größere Lücke zwischen den beiden. Wer ist da? Was für ein Dummkopf. Das war knapp. Nein, ich glaube, das ist so nicht richtig. Ich will nämlich runter. Ah, das... Nichts fast geschafft. Das machen wir nochmal neu. Bei geiler Musik machen wir das nochmal neu. Also... Wir machen gleich mal eine Irreführung. Du darfst dich umdrehen. Wer ist da? Was für ein Dummkopf. Das war knapp. Wobei. Ich glaube, der ist nicht so klug, wenn er sich umdreht. Fangen wir noch neu an. Ich bewege mich runter, er bewegt sich rüber. So, du bewegst dich hier entlang. Ich könnte mir mehr Zeit verschaffen, wenn du dich umdrehst. Hä? Wer ist da? Was für ein Dummkopf. Das war knapp. Dann bewegst du dich mal runter. Und rüber. Ja. Und runter. Ich muss auf jeden Fall es schaffen, etwas mehr Zeit zu haben. Die sind halt alle auf einen Haufen, das ist das Problem. Wir gehen einen Schritt rüber, die drehen sich um. Wenn ich mich darüber bewegen, habe ich verloren, oder? Halt! Ja. Wer ist da? Okay. Das ist schon kniffliger. Okay. Wir machen was? Wenn ich... Wir machen es folgendermaßen. Wir bewegen uns eins rüber. Dann nutzen wir das Umdrehen bei dem. Wer ist da? Was für ein Dummkopf. Das war knapp. Wir bewegen uns rüber. Rüber. Zug beenden, dann kann ich nach unten. Hau ab. Hau noch eins ab. Der muss sich leider umdrehen. Weil sonst erwischt er mich jetzt. Der darf nämlich noch einmal sich bewegen. Zug beenden. Kleinigkeit. Dann hier runter. Ja. Noch eins runter, das ist ja easy. Ja. Atem anhalten und dann sind wir weg. Okay, war einfacher als gedacht. Geschafft. Yeah! Gascon, du warst ein genialer Dieb. Those gears are turning. Complete 20 puzzles. Nice! Und das gelang Gascon so leise,
dass die Zwerge niemals erfuhren, wer eingebrochen hatte. Wie abgemacht, überreichte Mewe Eudora das gestohlene Dokument. Valmirs Horn! Haha! Rief die Zwergin und hob das Pergament triumphierend in die Höhe. Vater kann uns nun nicht mehr aufhalten, unsere Gelübde abzulegen. Ich muss Sultan gleich schreiben und euch tausendmal danke. Und auch Eudora hielt ihr Wort. Bald darauf erfuhr die Königin von einem Treffen der Clans, in dem sich Ivor für sie stark gemacht hatte. Sie konnte nur hoffen, dass es dem alten Breckenrix gelungen war, auch Bruvor Hoog umzustimmen. Wahrscheinlich so einfach nicht. Die sehen witzig aus mit Bart. Eudora Breckenrix Chibai. Ha, das höre ich gern. Hoch die Solidarität unter Frauen. Papa ist stur, aber ich krieg ihn schon rum. Papa ist stur. Ja. Was ist mit dir? Oh ja, Holz. Majestät, der Besitzer des Handels, ein Zwerg namens Branko Dahlberg, lädt euch ein, seine Waren anzusehen. Was soll ich ihm sagen? Sehen wir sie gerne einmal an. Das ist ein guter Umtauschwert. Deutlich besser als bei meinem Handelsposten. Halt. Da führt ein Weg entlang. Und das ist doch, glaube ich, auch der Weg zu diesem... Habt ihr das gesehen? Die Grafen wegen überlagern sich. Gerade war es noch in Ordnung. Zu meinem Schatz. Da drüben war doch der Schatz. Hier, das ist auch interessant. Ist das eine Falle? Nein, Rekruten. Genau, hier ist der Schatz vergraben. Hier, glaube ich, dazwischen. Ja. Yeah. Nice. Das war easy. Ah, Gabo Zigrin auch für einen Multiplayer-Modus. Nice. Noch ein bisschen extra Loot. Sonst ist hier nichts von Interesse. War ganz okay. War echt ganz okay. Gold können wir jetzt gut gebrauchen. Also Gold ist gerade Mangelware. Ich habe zu viel ausgegeben. Aber es wird sich bestimmt schnell legen. Dieses Problem wird sich schnell hoffentlich wieder lösen. So, was ist hier? Vertraut uns, Königin. Ivor ist eine Wand in eurem Rücken. Sehr ist gut. Ist nicht kalt? So ohne Bart? Ja, die Königin mit Bart wäre schon witzig. Was wollt ihr denn? Ach, bestimmt Geld. Na schön. Was? Nehmt diesen Beutel und geht mir nicht auf den Sack, verdammt. Schöne Häuser, was? Nicht solche Hütten mit Strohdächern wie eure. Vertraut uns, Königin. Schön, danke für die 250 Gold. Wie gesagt, das mit dem Gold löst sich. Oh, hier ist erstmal Schicht im Schacht. Verfluchter Idiot! Langsam habe ich gesagt, sonst löst sich der Haken! Oh, ein verdammter Experte, was? Du hast den Wagen überladen und deswegen ist er gekracht. Mitten auf dem Weg stand der kaputte Wagen. Dahinter standen weitere, einige beladen mit Gold, Juwelen und anderen Kostbarkeiten, andere mit Pökelfleisch. Jeder Zwerg hatte seine eigene Theorie zum Unfall und gab sie lauthals zum Besten, garniert mit Flüchen. Ulkige Karawane, sagte Mewe. Sie sehen nicht wie Händler aus. Das stimmt, sagte Gabor. Es sind Zwerge vom Ferenc-Clan mit Geschenken für den Drachen. Erinnert ihr euch an Keltulis? Die Ferencs haben fast ein Jahrhundert gegen ihn gekämpft. Aber keine Seite konnte sich durchsetzen. Also haben sie ein Abkommen getroffen. Er lässt sie in Ruhe, sie versorgen ihn. Ach was. Und diese Opfer bringen sie ihm oft? Jede Woche. Moment, ich muss die Kerle trennen, ehe sie einander die Bärte ausreißen. Peter, beruhigt euch gefälligst! Es gelang Gabor, das Mütchen seiner Brüder zu kühlen. Der Wagen blockierte allerdings immer noch den Verkehr. Herrin, sagte Xavier, die Reparatur ist leicht. Ich habe alles Nötige. Ich brauche nur eure Erlaubnis. Natürlich. Sieh nach, was machbar ist. Xavier hatte das Problem schnell behoben. Nicht lange und der Wagen rollte wieder wie neu die Straße entlang. Bei meinem Sack, Majestät, rief einer der Zwerge. Euer Ingenieur hat einen Kopf wie Sülze, aber fähig ist er, das muss man sagen. Ich werde es ihm ausrichten. Teilweise. Wir brechen jetzt auf, doch vorher... Nehmt dies. Ein wenig Gold als Zeichen unserer Dankbarkeit. Oh. Entweder das Gold nehmen. Ich habe eigentlich gesagt, Gold kann ich gebrauchen, aber nein. Wir sind Wohltäter. Wir sind im Auftrag des Guten unterwegs. Sehr freundlich. Aber ich kann kein Geld dafür nehmen, Reisenden in Not zu helfen.
Der Anstand gebietet das. In diesen Zeiten ist Anstand selten, aber wie ihr wünscht. Lebt wohl! Der Zwerg verbeugte sich, schüttelte sich den Schnee aus dem Bart und zog mit seiner Karawane weiter. Bald waren sie um die nächste Biegung verschwunden. Wir hätten Gold bekommen, aber nein. So nötig habe ich es dann auch wieder nicht. Wir finden noch genug Gold. Das ist es. Wir kriegen noch genug. So, was ist hier? Hier gibt es für Rekruten wieder ein Kartenstück. Meine Herren, diese Schmiede gehört einem berühmten Rüstungsschmied namens Nico Skaggs. Ich habe in meinem ganzen Leben nie so gut gefertigtes Nietenleder und solche Kettenrüstung gesehen. Er ist bereit, etwas zu verkaufen, aber nicht gegen Geld. Das hat er im Überfluss. Er bittet um Arbeitskräfte, um neues Talent, das an seiner Schmiede ausbilden kann. Nun, ja, der Zweck heiligt die Mittel. Schickt ihm ein paar Freiwillige. Und das ist wieder ein anderes Kartenstück. Interessant. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst mit Kartenstücken. Das ist mal die Gefahr, dass ich irgendwas übersehe. Kann ich hier runterspringen? Nee, aber hier kriegt man einen schönen Ausblick. Ja, schön. Schön rausgezoomt. Lawinengefahr anscheinend. Hier bröckelt es überall an den Seiten mal. Oh, das war gutes Geld. Ich sag doch, hier liegt überall Geld herum. Man muss es nur sammeln. Apropos sammeln. Ich habe gut gesammelt scheinbar. Alles auf dem Weg eingesammelt. Oh, was ist hier passiert? Der Drache. Ich dachte, die haben einen Pakt. Eine Rauchsäule stieg über den Bergen auf. Es roch brenzlig. Feuer? Murmelte Gabor und schnupperte. Ob der Blitz eingeschlagen hat? Nein, sagte Mewe kurz. Ich kenne den Geruch zu gut. So roch ganz Edirn. So riechen brennende Hütten. Die Lyrier erhöhten ihr Tempo. Bald sahen sie eine Stadt in Flammen und einen wütend brüllenden Drachen darüber. Ist das nicht euer Keltulis? Fragte Gascon und beschirmte seine Augen gegen das grelle Lodern. In der Tat, vollkommen harmlos. Keine Ahnung, was in ihn gefahren ist, sagte der Zwerg und nahm die Axt vom Gürtel. Herrin, wir müssen ihnen zu Hilfe kommen. Natürlich. Renard, rief Mewe. Die Männer sollen sich die Kleider gegen das Feuer tränken. Wenn sie fertig sind, greifen wir an. Majestät, gewöhnliche Soldaten gegen einen Drachen? Ich weiß, aber wir müssen versuchen, ihnen zu helfen. Das heißt, die gewöhnliche, das sind alles Plus-Einheiten. Alles Plus-Einheiten. Renard gab den Befehl weiter. Mewe wendete sich Gabor zu. Hat der Drache eine Schwachstelle? Leider nicht, sagte der Zwerg ernst. Nur eine Schwäche für rohes Fleisch. Mewe nickte und schluckte trocken. Trotz der Kälte troff ihr der Schweiß von der Stirn. Mewe überwand ihre Angst und gab den Angriffsbefehl. Ihre Männer ritten in das brennende Dorf. Aus der Nähe sah Keltulis noch schrecklicher aus. Riesig und doch schockierend flink wie eine Echse, die über Wüstensand huscht. Mit einem Prankenstreich brach er drei Zwergen den Hals, einen vierten biss er einfach in zwei. Danach wendete er seine Aufmerksamkeit den Lyriern zu. Wer von euch? Er grinste ein grässliches, blutiges Grinsen. Gut. Gut. Schauen wir mal, wie gut es läuft. Töte Keltulis. Bevor Mewen Markham eintraf, hatte sie sich Drachen nur auf Basis von Zierat und Bardengesänge vorstellen können. Jetzt würde sie einem leibhaftigen Drachen begegnen und ihn erschlagen. Bei der Aussicht wurde ihr Blümerand. Wie sollte sie eine Kreatur mit stahlharten Schuppen besiegen, die auch noch ausgesucht heißes Feuer spuckte? Das werden wir herausfinden mit unserem Deck. Blitzschlag ist schon mal nicht schlecht. Alle Stärken könnte gut sein, muss aber nicht. Ich erwarte viel Damage, deswegen könnte die Heilerin ganz gut sein. Ja.
Nein, nein. Hinter mir. Ah, shit. Ich habe keinen einzigen von meinen... Das ist nicht gut. Generieren zu Beginn des Zugs Feuer auf der gegnerischen Seite. Deswegen habe ich die Heilerin dabei. Verschiebe seine drei Züge zu Beginn des Zugs auf die gegnerische Seite. Feuerart. Warte mal, wenn es auf meiner Seite ist, kann ich es dann auf die Hand nehmen? Ich kann auch Feuer verursachen. Komm her, lass uns tanzen! Japin hat einen Drachen getötet. Es ist machbar! Dann hau mal zu. Bist du sicher? Jetzt noch Maeve noch. Alles klar. Wir haben leider keine guten Karten, befürchte ich. Ach Mist! Er verfehlt in Raserei! Achtung! Oh, schade. Wäre witzig gewesen. Hätte es geklappt. Ich hatte gehofft, wir könnten das anders lösen. Kann ich jetzt aufhören? Ich habe gewonnen, oder? Oh! Wir haben Verluste! Ja, das war eigentlich gar nicht mehr so schlecht. ...23 schon. Holy moly. Aber damit würde ich den heilen, oder? Das ist nicht so gut. Xavier, wir brauchen deine Ingenieurskunst. Wie befohlen. Gut, Hundi. Oh, shit. Heile diesen jeden Zug zu Beginn des Zugs um 10. Verschiebe sie nach 3 Zügen zu Beginn des Zugs in die Fernkampfreihe. Kann ich das denn vielleicht sogar vor Trigger? Glaub mir, du willst mich nicht wütend machen. Dich kann ich verschieben, dich kann ich verschieben und... Ja, dich? Ah, ich kann dich nicht verschieben. Das ist natürlich schade. Ich möchte dich wieder auf die Hand zurücknehmen. Gut, weil du kannst nochmal Damage machen. Ladung. Und noch eine Ladung. Jawohl, ja. Buffen. Und shooten. Hoheit, er ist verwundbar. Wir müssen zuschlagen. Der war schon davor verwundbar. So ist er nicht. Draufhauen. Ich könnte ein Bier vertragen. Das sieht doch gut aus bisher. Das sieht gut aus. Wir machen Damage. Auch wenn ich nicht die besten Einheiten habe, ich mache Damage. Ah, das war nicht so schön. Renner, ich brauche dich. Disziplin bringt uns den Sieg. Noch eine Ladung da drauf. Eine Heilung. Ja, warum nicht? Wir haben es fast geschafft. Was ist das jetzt? Zwinge jeden Zug zu Beginn des Zugs zweimal nach einem. Ja, okay. Wie wäre es mit. Nein? Bumm, der Drache ist tot! Defeat Kel'Thulis the Dragon, perfectly harmless. Ah, schade, das seht ihr gar nicht im Stream. An diesem Tag starben viele Lyrier am verzehrenden Feuer oder an den scharfen Krallen des Drachen. Doch ihr Opfer war nicht vergebens. Gemeinsam mit den Zwergen konnten sie Kel'Thulis schwer verwunden und zwingen zu fliehen. Das Gebrüll des angeschlagenen Drachen donnerte durch das Tal. Recht so, brüll, du miese Schlange. Hättest uns nicht angreifen sollen, verdammte Echse. Maeve, das ist Vavrinec, ältester der Ferengs. Meinen Gruß und mein Beileid. Oh, wärt ihr nicht gewesen, stünde hier kein Stein mehr auf dem anderen.
Um ehrlich zu sein, als sie seine Menschenkönigin käme, hilfesuchend nach Maha kam, sagte ich, dass mir eher ein Krokus aus dem Hintern wächst, als dass ich zustimme. Jetzt habe ich Angst, mir in die Hose zu sehen. Ich habe es mir überlegt. Nach dem, was ihr heute für uns getan habt, sind euch Hilfe und ewige Dankbarkeit aller Ferengs sicher. Yes, der nächste Clan auf unserer Seite. Danke. Angesichts der Bedrohung durch Nilfgaard bedeutet uns das sehr viel. Vergebt, dass ich diese rührende Verbrüderungsszene zwischen den Völkern störe, aber Vavrinec, du willst Schiss, was ist passiert? Warum hat Keltulis angegriffen? Das weiß ich so gut wie du. Gar nicht. Er flog einfach auf und fing an, Feuer zu spucken. Im Nu brannte die halbe Stadt. Ach, verdammte Kacke. Nach 300 Jahren guter Nachbarschaft. Wir müssen an die Zukunft denken. Der Drache wird sich jetzt erholen. Wir müssen ihm den Rest geben, bevor er wieder stark ist. Ach, wir haben ihn gar nicht komplett besiegt. Also haben wir nicht viel Zeit. Er heilt schnell wie ein Alchemistenhündchen. Und die nächsten Wachen sind Meilen entfernt. Ja, deswegen dachte ich, vielleicht, Majestät. Das ist wohl ein Witz. Ich weiß, ihr seid geschafft und wollt keine Verluste mehr, aber bedenkt, dass dieses Vieh auf einem Berg von Gold und Juwelen sitzt. Du hast mein Ohr. Der natürlich Bruva gehört, aber wenn eine kleine Summe verschwende, er würde es nicht merken. Es war witzig, gegen ihn zu kämpfen. Und ich war nicht mal voll powered gegen ihn, also von daher. Natürlich. Gut, das ändert meine Berechnungen. Außerdem ist der Drache schwer verwundet. Genau, wir müssen das ein für alle Mal beenden. Er hat geblutet wie ein angestochenes Schwein. Er braucht nur noch den Gnadenstoß. Ach, gut. Außerdem erfahren wir vielleicht, warum er jetzt auf einmal angegriffen hat. Ich wusste, ihr versteht. Ei, Vavrinec, Vavrinec. Diese Dame macht aus deinem Hintern noch einen Krokusgarten. Ja, die Königin erweist uns große Dienste, die uns allen nützen. Also, wo ist Keltulis Lager? Nördlich, in einer Höhle. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Mewe verabschiedete sich von Vavrinec und brach auf. Ob sie den Drachenschatz fand? Psst, wir wollen nicht vorgreifen. Oh, der Erzähler, der durchbricht die dritte Wand. Boah. Er weiß, dass er ein Erzähler ist. So, wo sind wir hier? Wo müssen wir hin? Dort oben. Oh, dort oben. Ah, wir looten erstmal hier den Stuff und dann gehen wir gleich rauf zum Drachen und beenden, was wir angefangen haben. Obwohl der Drache klug war, er hat mit mir geredet. Das tut weh. Ein bisschen pusten. Trau keinem Reptil, sonst versenkst du dir den Hintern. Braun, rot, golden, Drachen sind alle gleich. Halt, ich komme mit. Der schuppige Bastard wird vermöbelt, dass ihm das Feuer aus dem Arsch kommt. Oh, gerne. Dann vermöbeln wir einen Drachen, so wie sie es gehört. Wir können sogar die Moral noch vorboosten. Und kriegen wieder ein Achievement, das ihr leider nicht seht. Was heißt es? Pilgrim, Prayer, 10 Shrines. 10 an Schreinen, 10 Schreinen habe ich. Das ist seht ihr es? Maeve hält sich jetzt sogar die Hand vor. Ich gehe hier erstmal runter, um zu schauen, vielleicht gibt es hier noch irgendwas Besonderes. Außer jetzt hält sie sich nicht mehr, aber wenn wir in so einen Schneesturm geraten, dann... Cool, dann hält sie sich die Hand vor Augen. So, mein Freund... Ende im Gelände. Keltulis Lager war wirklich nicht zu verfehlen. Schließlich war es riesig. Es musste ja ein Drache hineinpassen. Der Eingang, ein enormes schwarzes Dreieck in der Schneedecke, war weithin sichtbar. Und der Gestank besagte, dass der Drache anwesend war. Es roch nach Schwefel und Blut. Also dann... sagte Gascon. Bereit, legendäre Drachenschlechterin in Spee? Oh ja. Los geht's. Prahle erst, wenn du heimreitest, sagte mein Vater oft. Mewe saß ab. Vor allem, wenn du auf Drachenjagd bist. Verwundet mag er sein, aber eine Feuergabe und wir sind Leichen statt Legenden.
Sparen wir uns lieber alle Heldenambitionen. Die Lyrier schlichen in die Höhle. Sie gingen einzeln mit erhobenem Schild unter Beobachtung der Fledermäuse, die von der Decke hingen. Keltulis lag zusammengerollt auf einem Bett aus Gold und Edelsteinen, das er langsam rot färbte. Meve sah, wie mühsam er den Kopf hob und wusste, dass er keine Gefahr mehr war. Soll das Schwert jetzt die Arbeit des Gifts vollenden? Krächzte das Monster. Gut, dann bitte. Keltulis drehte ihr seinen Bauch zu und wartete ruhig auf den tödlichen Hieb. Moment, Gift? Hier ist etwas anderes im Gang. Wenn er unschuldig war, dann endet das die Situation. Reden wir mit ihm. Halt! Mewe senkte das Schwert. Was denn für ein Gift? Keltulis lachte und hielt sich die blutende Seite. Sie haben also nichts gesagt. Miese Lilliputaner. Peter, hüte deine Zunge! Schrie Gabor. Außerdem weiß ich von nichts. Keltulis bedachte die Lyrier mit einem misstrauischen Blick aus seinen Schlangenaugen und berichtete. Die Karawane, die Meve getroffen hatte, war mit einer besonderen Fracht unterwegs gewesen. Das Fleisch für Keltulis war diesmal in eine Giftbrühe eingelegt. Als der Drache sich vergiftet und in Schmerzen wand, waren die Ferengs gekommen und hatten sein Gelege zerstört. Wenn ich dich recht verstehe, unterbrach Meve. Bist du weiblich? Genau, wie du. Die Augen der Lyrier richteten sich auf Gabor. Schaut nicht so. Wir haben ihm hier nicht unter den Schwanz geguckt. Ich meine, warf Renard ein. Die Enthüllung von Keltulis Geschlecht ist faszinierend. Aber ich möchte lieber wissen, was die Ferengs zu so einer Schandtat getrieben hat. Nicht schwer zu erraten, sagte Meve. Sie hatten Angst, dass der Drache mit seinen Jungen bald mehr Tribut verlangt. So haben sie vorsorglich zugeschlagen. Zum Unglück der Ferengs war die Giftdosis zu gering. Der Drache, wutentbrannt beim Anblick seiner zerbrochenen Eier, nahm all seine Kraft zusammen und flog zur nächsten Stadt. Meve sah selbst, was dann geschah. Und nun lag es an ihr zu entscheiden, wie diese Geschichte endete. Der Drache hatte Dutzende, wenn nicht Hunderte, getötet. Doch hatte ihn erst die Grausamkeit der Zwerge dazu getrieben. Verdiente er daher den Tod oder Mitleid? Oh, das ist schon wieder bösartig. Ich bin Drachenfan eigentlich. Ich versuche zwar die Gunst der Zwerge zu erringen, aber das war nicht gut, was die Zwerge gemacht haben. Das war überhaupt nicht gut. Andererseits, ja, es ist verständlich, die Gefahr des Drachen. Die leben unter dem Schrecken des Drachen. Die haben zwar 300 Jahre lang in trügerischem Frieden gelebt, aber was, wenn der Drache jetzt doch... Oh, das ist was anderes. Wenn er Markham verlassen darf, also dann ist ja das Problem der Zwerge auch gelöst. Gut, dann gibt es vielleicht woanders ein Problem, aber Drachen finde ich cool. Andererseits, wenn ich mich an die Witcher-Geschichten erinnere, war da immer die Rede von, dass die Zeit der Anderlinge und der anderen Wesen sich dem Ende neigt. Also irgendwann würde der Drache einem Witcher begegnen und der Hexer wird ihn dann wahrscheinlich erledigen oder sowas. Sollte mir das beschleunigen? Nein. Es liegt nicht an uns, das zu entscheiden. Wir sind keine Bösartigen. Wir haben die Elfen am Leben gelassen, die litten, und wir lassen auch den Drachen. Manchmal konnte ich nicht einschätzen, welcher meiner Untertanen größere Schuld trug, sagte Meve. Aber mir fiel es zu, ein Urteil zu sprechen. Oft ein hartes. Die Königin steckte ihr Schwert wieder weg. Ich bin hier fremd, sagte Meve. Es sind nicht meine Untertanen. Ich muss nicht das geringere Übel wählen. Meve, zischte Gabor. Berufer wird. Lass ihn. Du, Drache, schwöre mir,
Wenn du genesen bist, wirst du Mahakan verlassen und nie zurückkehren. Du hast mein Wort und meinen Dank. Mewe wollte bereits die Höhle verlassen, als ihr der Drache mit dem Schwanz den Weg versperrte und ihr eine Handvoll Wertsachen zu Füßen legte. Jedes Stück war so kostbar wie die lyrischen Kronjuwelen. 10.000 Gold. Die Kunde, dass Mewe den Drachen verschont hatte, dem Dutzende Zwerge zum Opfer gefallen waren, erzürnte die Bewohner von Mahakam, ganz besonders die Ferengs. Aber als die Clans erwogen, die Lyrier vom Pass zu vertreiben, erhob der älteste Wawrinek Einspruch. Er hatte Mewe immerhin seinen unsterblichen Dank geschworen. Okay. Nochmal Glück gehabt. Hallo, ich habe euer Problem gelöst. Darauf kommt's an. Die Hexengrube ist in Zukunft sicher. Der Drache wird verschwinden. Ihr habt euer Problem gelöst. Es muss kein weiteres Blut fließen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Und ja, kann mich dann dementsprechend weiter. Aber ich habe halt der Clan gehört zu mir, dieser Clan gehört nicht zu mir. Es wird noch mehr Gelegenheiten geben, Clan auf meine Seite zu bringen, um am Ende zu meinen Gunsten zu entscheiden, würde ich behaupten. Gut. Und einen Drachen als Freund zu haben, vielleicht in naher Zukunft, vielleicht treffen wir ihn auf einer anderen Karte wieder, das wäre genial. Aber was demnächst passiert, das werden wir ein anderes Mal sehen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Wir machen hier den Schluss und eventuell mache ich heute Abend weiter, weil ich muss jetzt mal fort und dementsprechend vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Stream.